Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Cyrock braut da alleine vor sich hin im wahrsten Sinne des Wortes. Dranke Unterwasseratmung, Mama! Ich versuche hier unser Wohnzimmer und unser gesamtes Haus ein wenig schön einzurichten. Die Atomkraftwerkslaufzeit verlängern. Atomkraft? Nein, nein. Ist nicht so gut. Das geht, ne? Aber dann müsste hier... Ey, das sieht scheiße aus. 8 Minuten! Aber das Braun ist ja voll easy, ey. Da ist Günther! Günther. So, was machen wir denn hier oben noch für Räume? Eigentlich müsste man hier oben so einen Arbeitsplatz machen. Für mich, weil Zalog arbeitet ja nicht. Nee. Ich dagegen bin fleißiger Student und arbeite die ganze Zeit. Ich mache mal Frauentausch mit. Hallo, ich kann nicht arbeiten, wenn ich mir Frauentausch mitmache. I can win if I want. If I want and I will win. Ernährung, ich erwarte aber in diesem Jahr von dir noch mindestens einen Sieg. Was? Ich erwarte von dir in der Formel 1 Saison noch mindestens einen Sieg. Das letzte Mal habe ich auch erst in Mexiko das erste Mal gewonnen, glaube ich. Ja, deine Rennen kommen noch, so komische Zahlen wie Malaysia. Nee, der platzt ja der Reifen. Der kann ja gar nicht kaputt gehen. Das können wir so irgendwie nicht machen. Wie mache ich das denn dann besser? I don't know, I don't know, I don't know anything anymore. Das geht so nicht, das sieht scheiße aus. Das stimmt. You don't know, you don't know. Unten schwimmt da wieder. Ja, ich bin die Nixe, Junge. Der Nixenboy. Das ist ein neuer Superheld von Marvel. Wir müssten eigentlich ja noch oben auch noch ein Badezimmer machen, ne? Da kann ich wieder genauso eine schöne Toilette hinbauen. Weil ich habe bei oder unten auch noch kein Waschbecken gebaut, weil ich noch nicht wusste. Aber gut, man könnte theoretisch einfach einen Kessel nehmen, aber das sieht auch irgendwie scheiße aus. Sieht aus wie ein Waschbecken aus dem Zeitalter vor Schießpulver. Vor allem wie so ein Trog sieht das mehr aus. Ich hab immer gesagt, Donnerbalken ist das neue Klo. Trank der Nachtsieg wäre auch gar nicht so scheiße hier unten. Was machen wir denn dann hier oben für ein Zimmer? Wir müssen einfach mal hier ein großes Zimmer machen. Yes, komm dran, ja. So. Wir brauchen hier auf jeden Fall einmal unser Schlafzimmer. Und eigentlich, wie gesagt, ein Arbeitszimmer wäre ganz gut. Ja, ganz gut. Wir können allerdings hier auch einen Arbeitsplatz machen und dann da so einen Hobbyraum mäßig. Und dann machen wir hier das Schlafzimmer. Hobbyraum. Ich glaube, das machen wir so. So. Yay. So, jetzt brauche ich noch jede Menge Steins. Ja, ich gehe mal nochmal Stein farmen. Kannst du nicht lieber in eine Höhle gehen? Da kannst du auch Stein farmen und machst noch was Sinnvolles dabei. Ich muss mir jetzt erstmal das Klo ansehen. Was ist das denn für ein Bild? Ich muss mir jetzt erstmal das Klo angucken. Ja, das ist wunderhübsch. Selten so ein schönes Klo gesehen. Warum hat noch das Huhn da drin? Das habe ich mich auch schon gefragt. Das hast du da reingesetzt. Was, eine Kloschüssel, ey, die ist immer offen. Aber du kannst dir aussuchen, ob entweder hier überall stinkt oder nur der vordere Teil des Klos. Und das daneben ist eine Crafting Bench. Oh, ich denke keine Zäune. Das ist das schönste Klo aller Zeiten, Herr Gurix. Du hast ja dich selbst übertroffen. Finde ich auch. So Steine. Nee, wo machen wir denn hier die Betten hin? Und Spitzhacke. Konnte man Betten nicht früher mal stacken? Nee, doch. Nee, doch, vielleicht. Warum hier eigentlich noch ein Fenster? So, Stein, Spitzhacke. Stück. Ein Bad bräuchten wir hier auch noch irgendwo, aber das können wir vielleicht. Ein Pad! Da
Sticks, da ist ein Stick. Weiter rechts, ne? Ja. Ein weiter rechts, bitte. Danke. Haben wir vielleicht noch hier Stein für... Ja, wir haben noch genau die Steine für den Spitzhacken. Dann müssen wir ein das Bett natürlich auch dafür in die Mitte setzen. This is so good, I just come to say. Alter, ich habe ja noch einen Stack Stein. Ach egal, ich gehe jetzt sammeln. Die Zahl Rock MP has made the advancement getting an upgrade. Ich habe den Fortschritt, technischen Fortschritt erreicht. Und dieses ganze Scheißsteinzeug mit Diorit und Oxidit und Gravitatit und... Wer braucht so einen Scheiß? Gravitation Station. Map. Das war eine Map. Das war eine Map. Map, Map. Map, Map. Jetzt habe ich keinen Teppich mehr. Zahl Rock LP says Möhr Kundreitplatz. Warte, was? Kundreitplatz? Muss ich mir nochmal anhören. Zahl Rock LP says Möhr Kundreitplatz. Was? Lol. Ich muss mal kurz weggeklingelt. Warum denn, wenn ich aufnehme? Ah, immer klingelt das bei dem Typen. Ja, ich muss hier mal kurz. Wenn halt jetzt wieder der Nachbar. Ich mach weiter, Uncut. Zarok, gibt's denn jetzt hier den Cut bei mir hier? Alles, jetzt können wir über Zarok ablästern, weil der hört das nicht. Boah, wir können uns ja mal eben angucken, was der da für einen Schrott baut. Vielleicht ertrinkt er ja auch gerade. Wäre witzig. Was wird das denn? Was ist das denn? Was wird das denn, wenn es fertig ist? Gekonnt, genau richtig zurückgekommen. Hat er hier unten schon was? Ne, hat er nicht. So kann man übrigens unter Wasser Luft holen. Ich lasse sie da mal stehen. Wird er sich fragen, warum die da steht? Psst. Ich meine, er macht ja schon nicht mal mehr, dass wir... Also früher haben wir so schön immer unser Portal zugebaut. Das macht er ja leider gar nicht mehr. Dass ich das ihm wieder wegnehmen kann. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte oben Teppich hinlegen. Genau. Ach, da brauchen wir nur zwei für. Dann kann ich das ja auch eigentlich machen ohne Crafting Bench. Und oben wir auch übrigens ja noch Crafting Tables. Zack, 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 zack. Es war so klar. So, drei weitere Teppiche. So. Und dann haben wir den schönen Weg ins Bett. Zack, zack. So, oh, wir haben noch ganz viel. Das sollten wir erst nutzen. Frage ist, ob wir das hier... Ne, wir ziehen das, glaube ich, nicht ganz bis nach oben. Das sind so mehr symbolische Abtrennungen hier. Mit offener Decke. Das ist vor allem schön fürs Badezimmer gleich. Das auf Balkenhöhe. Das passt auch mit dem Bild besser. So. Was wir eigentlich noch machen müssen, wären hier auf jeden Fall Glowstone-Sachen. Und ja, so ein paar kleine Sachen wie hier Stuhl und ein Tisch und sowas. Weil wir müssen halt irgendwie hier... Wir haben so ein großes Haus gebaut, das müssen wir irgendwie verzieren. So. Könnte man nochmal... ach ja, kann ich ja suchen hier, ne? Fans. Ah, das ist doch geil. Braucht man gar keinen Mod mehr dafür. Habe ich mich am Anfang dieses Projekts noch drüber beschwert, dass man dafür immer... Mods brauchen, um hier so schöne, einfache Sachen zu machen. Jetzt haben sie es einfach so eingebaut. Wir nehmen die da mal wieder weg, das gefällt mir dann nicht. Die können wir besser hier nochmal irgendwo in die Ecke setzen.
Wir machen auch, glaube ich, so ein Sideboard hin. Ein paar Bücherregale wären da wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber ich habe jetzt leider kein Leder mehr. Das heißt, wir müssen da schon wieder Kühe für töten. Das ist ein bisschen ehrlich. Meine Güte, wie lange bleibt denn Cyrock eigentlich bei der Tür? So. Nee, ich wollte Druckplatten machen. So. Dann werden wir hier erstmal... Was weiß ich, so hier so hin. Zack. So und so. Sollten hier auf jeden Fall noch ein Fenster reinmachen. Hier eigentlich auch noch so Tischchen haben, so als Nachttisch. Bei der eigentlich natürlich näher ran müsste, aber trotzdem machen wir das so. Jetzt brauche ich schon wieder einen Zaun. So, ich brauche erst einen Stick wahrscheinlich. Achso, ein Fence kann ich ja gar nicht machen, weil wir dazu das brauchen. Fence. Hä? Warum geht das nicht? Naja, wir haben ja auch noch welche. So, gucken wir lieber nochmal nach Pressure. Achso, die heißt gar nicht so. Wohl Plate. Wie heißt denn die auf Deutsch? Auf Englisch. Heißt die nicht einfach Pressure Plate? Oder geht das nur, wenn wir die Materialien dafür haben? Scheinbar nur dann. Interessant. Auch gut zu wissen. So, was ich auf jeden Fall nachher noch machen möchte, sind Blumentöpfe unterbringen. Das finde ich wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. So, meine Damen und Herren. Da bin ich wieder. Ja. Was war da denn los? Sie haben ihr Auto, die haben mich zugeparkt. Ich habe mir schon gedacht, ich habe mein Auto eigentlich in die Garage gefahren. So, dann ich so, okay, vielleicht habe ich ja eine Gedächtnislücke und ich habe doch nicht in die Garage gefahren. Bin ich nach draußen gegangen. Das ist garantiert ihr Auto. Ich habe sie da reingehen sehen. Ich habe die Frau noch nie zuvor gesehen. Und es war auch nicht mein Auto. Tja. Manchmal hasse ich Menschen. Das glaube ich dir. Alter. Weißt du, wenn man mal ein Ei braucht, ist ja vollkommen okay. Aber wenn man dann hier fremde Autos wegfahren soll. Eier. Wir brauchen genau. Eier. So, habe ich wieder auf Aufnahme gedrückt? Ja, wir sind hier zurück. Jetzt habe ich das Licht hier ausgemacht. Also bei mir ging es jetzt Zeit weiter, ne? So, na, wir dürfen... Exklusiver Content, inklusive Hidden Kram für Zahlrock. Ja, sonst habe ich hier immer den exklusiven Content. Ich muss übrigens niesen, das wäre auch exklusiver Content. So, ich nehme hier mal Eisen mit, das ich hier beim Steingraben finde, ne? Na, okay ist. Du musst sagen, wenn die Folge vorbei ist, ne? Ja. Wir sind ja erst bei 13 Minuten. Ja, wem gehört diese. Wem gehört denn das Auto dann? Ja, dann müssen sie woanders klingeln, hab ich gesagt. Was machen wir? Wie mache ich das denn hier? So, ich hoffe, die alte Dame guckt mal. Wenn wir die hier wegnehmen würden. Das glaube ich. Ja, genau. Also, weißt du, so. Bei Schwiegertochter gesucht hätte, so die rüstige Rentnerin Renate oder so was geheißen. Aber da wären ja Schwiegertöchter. Ja, aber es gab auch mal Schwiegertöchter gesucht, dann, ne? Jetzt sind die Frauen dran. Das hieß tatsächlich so, oder? Weiß ich, weil der bei TV Total dran war. Oh, hast du die Folge gesehen hier mit Monikas Spezialtee aus Instant-Fenchel-Tee und kalter Cola? Lecker. Was? Aber Schwiegertochter gesucht. Ich bin der Robin schon, ne? Ich fand aber auch den Grund von Robin toll, warum der sich bei Schwiegertochter gesucht bewirbt. Ich suche eine Freundin, weil ich noch nie eine hatte.
Na gut, lass da auch mal uns einschleusen. Warum? Kriegen wir 150 Euro Aufwandsentschädigung, hallo? Ja, wow. Aber du bist Student, du kriegst wahrscheinlich sowieso noch mehr. Ja, mach so, glaube ich. Weiß nicht. Warum? Du musst eigentlich den Kamin noch einen vorziehen, ne? Oder wo diese komischen lila rosa Steine hier? Das sind ja der Shit. Doch. Nein, immer fehlt eine Treppe oder ein Zaun oder... Boah. Der deinen Namen trägt. Das heißt ein Stern. Der deine so, Namen trägt. Ich habe übrigens die neuen... Ich habe übrigens die neuen Blöcke nicht gefunden bisher. Warum ist das nicht die ganze Programme? Das geht so nicht. Das schenke ich dir heute nach. Nee. Ja, gute alte DJ Ötzi. Das war noch Musik, weißt du? Aber jetzt kommen ja noch hier so komische Bab-Bab-Scheiße. Bab-Bab. So ein ähnliches wie Gampam. So, ich brauche noch eine Spitzhacke. Spitzhacke. Weiß ich nicht, der Mai ist gekommen. Die Bäume schlagen aus. Das ist auch ein Klassiker, der wird nie alt. Vor allem, weil immer mal wieder der Mai kommt. Also wir haben das Ende von Welt. von Abstand. So. Von Mitabstand. Hier müsste jetzt ein Holzscheit hin. Ja. Habe ich aber nicht. Zaro schwimmt auch fast weiter fleißig vor sich rum. Können wir nicht schlafen? Ich bin nicht am Schwimmen. Ich bin am Hacken. Am Hacken? Zahl Rock LP says Hacken. Der ist schon wieder am Hacken, der Junge. Ich brauche Zahl Rock LP says Ellbogen ausfahren. Ein paar Bücher zwischenstehen. Nervix says Ellbogen. Ellenbogen klingt doch viel schöner. Mann, ich hab kein Holz mehr. Und es ist Nacht, ich kann jetzt kein Holz farmen. Ach, ich sollte unsere Tür zumachen, sonst kommen hier gleich Monster rein. Die Monster kommen. Die cool in Transylvanien. Sah ich ein Plakat. Drauf stand, dass der Graf Dracula zum Fest geladen hat. Eingeladen war ein Jäger auf Dr. Frankenstein. Boah, Zarok, schnauze jetzt. Einzige Bedingung war, es muss ein Monster sein. Ich kann mich nicht konzentrieren. So, dann brauchen wir noch... Wir haben ganz viele Dinge ins Haus gepackt, das ist auch schon wieder scheiße. Moments haben wir bestimmt auch. Dingens. Wo ist denn hier Dingens? Hier kommt der Eiermann. Nee, haben wir überhaupt nicht. Was haben wir denn schon wieder? Überhaupt gar nicht. Clay! Kein Clay abgebaut. Oh ja, das hat mir ein bisschen so viel geholfen. Ja, kannst einen Secondary Slot legen. Wissen wir ja jetzt. Werde ich auf jeden Fall mitnehmen ins Ende. Ich nehme einfach mal so viel Steine wo mit, wie ich tragen kann. Wo ist denn hier? Haben wir echt überhaupt kein Clay? Mann. Kommst du jetzt irgendwann nach Hause, Zalrock? Ich will doch jetzt schlafen. Es ist ja auch schon wieder Nacht.
Ja, schon ewig. Jetzt ist gleich schon wieder Tag. Dann kann ich eigentlich jetzt auch loslaufen. Ah, jetzt kommt der. Ja, es sind Zombies eingegriffen. Von mit Abstand. Aber, mit Abstand. Ich finde irgendwie schade, dass es von Gabriel Knight nur einen Teil gab, der in der Stilrichtung gemacht wurde, wie der zweite Teil. Na komm doch ins oben. Bettchen. Na Gorix Cessna, komm doch ins Bettchen. Ja. Oh, schön. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, ne. Jetzt komm ins Bettchen. Das ist ein deprimierendes Steinfoto. Ich fand das gut fürs Schlafzimmer. Kann man so gut schlafen hier. Genau. Haben wir hier? So, ich muss jetzt den großen Lesen Farbhaufen haben wir hier. Oh, ich hab eine Fackel gesetzt. Da ist eine Crafting Bench. Hier ist der Kamin. So, ich gehe wieder Steine. Ich hab den Kamin etwas umgebaut. Moment. Bevor ich Steine gehe. Oh, schade. Alles gut. Das Hühnchen Junior. Hühnchen hat mich gerade so komisch angeguckt. Das haben die Tour erst mal auch nur Müll drin. Hier kommt der Eisenmann, der einsame Eisenbahnfreund Robin. Nikolas, für unsere Mitspieler in deinem Community-Turnier auch immer so tolle Alliterationen finden. Doch, das wird jetzt ab der Zukunft gemacht. Nein. Der. So. Ich meine. Ich tue überhaupt kein Community-Turnier in naher Zukunft. Das ist was anderes. Was völlig anderes. Clay, der Gazzoni. Ist das Clay? Clay! Ja, ist es. Ich muss auch noch ein paar Sachen für dich verstecken, Zahlrock. Ja. Hier ist ja irgendwann noch nicht hin. Klingeling. So. Pötte! Kann ich gleich endlich Blumenpötte craften. Zahlrock LPs reinstellen. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Was hat er gesagt, wenn man Möb eingibt? Was war das? Zahl Rock LP ses Möhr kund Reitplatz. Möhr kund Reitplatz. So, ich würde sagen, ich packe die jetzt noch schnell in die Ofen. Den Ofen. Habe ich Kohle dabei? Wahrscheinlich nicht. Warum fressst du meine Kohle? Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Zahl Rock LP ses Kohle, Kohle. Aber wir haben viel zu viele Hühnchen in unserer Wohnung. Wir haben nicht zu viel. Man kann nicht zu viele Hühnchen haben. So, und ich würde auch fast sagen, in der nächsten Folge höre ich jetzt auf hier mit und dann werde ich mich darauf vorbereiten. Erstmal muss hier die Bad quasi, weil wir wollen gestellt. Ja noch ein bisschen mit der Elytra-Flügel rumfliegen. Nein. Geh doch drauf. Ich gehe vorher ins Ende. Mit deinem komischen Totem auf Andeigen. Ich lasse dich da nicht mitfliegen. Zack. Ja, kann man so machen. Habe ich die jetzt eigentlich da reingelegt? Nein, immer noch nicht. Das wollte ich doch eigentlich machen. Weil ich habe jetzt genug von Inneneinrichtungen. Ich will jetzt wieder Action. Action. So. Zack. 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 Sehe aus wie auf der Facecam, als wäre ich gerade im Solarium. So, und mit diesem Blick auf unser schönes Wohnzimmer ohne brennenden Kamin, würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken, unten rechts für ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.